Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf dem Kanal Romeo, weil Sie da für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Das ist so der Anspruch hier. Und ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg in Online. Das heißt, momentan sitze ich noch hier im Sessel, aber wenn Sie mich sehen, bin ich immer online. Ja, und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, in dem ich darüber berichte, wie sich die digitale Gesellschaft, wie sich die digitale Transformation hier bei mir vollzieht, wie ich mich verwandle in ein Homo-Digitales. Ja, momentan so die herrschende Trend. Wir müssen alle digital werden und wir werden alle immer digitaler. Deswegen ist ganz harmlos an mit einem Taschenrechner vor 40 Jahren. Und jetzt muss alles jetzt sogar meine Waage ist digital. Meine Uhren sowieso. Ich war gestern mager, ich habe nur 4 Videos gemacht. Am Tag davor hatte ich jetzt sogar 8 gemacht, das war ein neuer Rekord. Also in der kurzfristigen Zeit der Betrachtung war es ein Rekord. Und sonst war es schon, gestern war es nur 4 Videos. Dafür habe ich aber gestern mehr Bewegung gehabt, 2-mal. Ich muss umsteuern, vielleicht daran erinnern, nicht mehr bewegen. Das ist das Gebot der Stunde hier. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja. Thema Nummer 2. Gesundheit. Also ich habe immer noch und heute schon wieder Schmerzen in den Beinen, beim Stehen, beim Gehen, sogar wenn ich den Arm ausstrecke, so hoch habe, wenn ich also stehe und irgendwas aus dem Regal holen will, dann schmerzt es irgendwie bis zu den Beinen hinunter. Und irgendwie die Sehnen. Thank you.
wenige Tage, wo ich absolut beschwerdefrei stehen gehen kann. Also vielleicht im ganzen Monat einen Tag oder so bisher. Ja, aber wollen wir nicht jammern? Thema Nummer 3. Also Diät und Ernährungsumstellung und fettfrei. Ist also fettfrei, aber dafür muss ich euch kein Fett abnehmen, aber dafür nehme ich jetzt mehr Zucker auf. Ich esse also für mehr Datteln. So also die Datteln, wie ich noch nie in meinem Leben gegessen habe. Und dadurch komme ich auch zu oft zu viel Kalorien. Und dadurch kann ich natürlich auch nicht abnehmen. Dazu kommt noch, dass ich sehr viel Getreide esse, also Reis zum Beispiel und dann Linsen, Erbsen dazu. Das ist eigentlich kein Gemüse. Gemüse hat dann die Kalorien und zum Thema Nummer 4, Lektüre. Ja, Lektüre fand statt gestern. Ich habe also gestern den Sven Böttcher, den habe ich zu Ende gelesen, den Band habe ich durch. Und er hatte eine interessante Literaturliste angehangen. Und da habe ich gestern reingeschaut und auch ein Buch über zur Ernährung gefunden. Und zwar von Michael Polar mit Doppel-L und O Polar und da einem Ende. Und dieser Amerikaner hat also 64 Regeln aufgestellt, was man essen sollte. Und unter anderem auch so eine Regel wie, man sollte nur das essen, was die Großmutter auch gegessen hätte und zubereitet hätte. Also man sollte in der Tradition bleiben und so Gerichte, die die Großmutter nicht gegessen hätte, wie Burger oder so, das sollte man auch nicht essen. Oder Pizza und so weiter. Die ganzen Fertiggerichte. Ja, und dann kommen natürlich noch viele weitere Regeln. In Wirklichkeit sind es mehr wie 64. Ich meine, wenn du über 70 gewesen, die ich gezählt habe, die er dann so aufgelistet hat. Es sind auch so Regeln zu behalten, wie man essen soll und wo und was man essen soll. Und, also ich habe eigentlich nichts für mich sensationell Neues entdeckt. Alles habe ich schon mal gehört, aber nichts hat mich eigentlich so richtig überzeugt. Es ist ein Journalist, der selber recherchiert hat, aus amerikanischen Quellen und ja, war wohl in der Bestsellerliste ziemlich weit oben. Okay.
kann man glaube ich den 7 Euro oder so geben. Und danach habe ich die nächste Lektüre gesucht, auch aus einem Hinweis von Sven Böttcher. Und zwar den Harald Wenzel, den kennt ich bisher noch nicht. Dann habe ich über den die Lese. Selbstdenken. Ja, um was geht es bei Selbstdenken? Es geht also darum, dass wir unsere Zukunftsfähigkeit verloren haben. Oder er meint, dass wir die Zukunftsfähigkeit verloren hätten. Und dass wir deswegen umsteuern müssten, sollten. Also eigentlich müssten. Und dass jetzt hier der heutige Zeitgenosse, also Sie und ich, dass wir gar nicht mehr so die Kraft haben zum Umsteuern und auch gar nicht den Willen. Wir wollen uns nicht ändern. Wir wollen eigentlich so weitermachen wie bisher. Er bringt denn da so die teilweise extremen, er prangert den Konsumismus an,
dieser Konsumismus, der führt erstmal dazu, dass wir heute solche Umweltprobleme haben. Er wirft einen neuen Begriff in die Debatte, den Extraktivismus, also dass wir immer mehr Rohstoffe extrahieren von der Erde, aus der Erde heraus, um sie hier in unseren Vielgeräten hinein zu stecken und zu verarbeiten. Und dass wir heute so viele Bildschirme hätten, 45 Bildschirme im Haushalt, dass wir 2 bis 3 Autos hätten und so weiter und so weiter. Und dass dieser extreme Konsumismus zu noch mehr Stress in der Gesellschaft führen würde, weil es immer schwieriger wird, die Rohstoffe zu bekommen. Also dieses Modell der Zivilisation meint er, guck mal an den Ende. Jetzt ist mir hier mein Mikrofon abgegangen. Ja, das ist also so sein Thema. Und dann war noch die Rede von kognitiven Dissonanz. Er spricht von einer Dissonanzreduktion, die Menschen vornehmen, wenn sie irgendwie so verschiedene Gedanken haben, die im Kopf dann nicht zusammenpassen. Dass sie dann versuchen, das irgendwie zu normalisieren. So wie die Täter früher das auch versucht haben, zu normalisieren, dass sie also, wenn sie da 30.000 Männer, Frauen und Kinder zu erschießen haben, dass sie das dann normalisieren mit so einer Arbeitshypothese und dann sie auch als Leidende betrachtet haben. Das war keine angenehme Arbeit für sie, eine Drecksarbeit. Und in diesem Sinne konnten sie jetzt als anständiger Mensch quasi die nur das Notwendigste getan haben. Und sie mussten das ja tun, weil das war ja ihr Auftrag, das war ja ihr Befehl. Und dann haben sie diese Arbeit dann also getan und sie haben versucht, sie gut zu tun. Und diese Dissonanzen haben sie quasi mit der Normalität, mit dem Normalitätskonzept der Arbeit bewältigt. Dass sie also gesagt haben, ja, ich bin eigentlich ein guter und anständiger Mensch, aber ich muss halt Scheißarbeit machen. Und zu dieser Scheißarbeit gehört halt Frauen, Kinder und Menschen da massenweise zu erschießen, umzubringen. Ja, und heute sagt sie, sind wir in einer ähnlichen Situation, dass wir quasi wissen, dass wir CO2 zu viel verbrauchen, dass wir zu viele Rohstoffe verplempern für nichts, für Sachen, die gar nicht nötig sind, für das dritte, vierte Tablettieren oder für den Monitor und so weiter, dass dafür Rohstoffe verwendet werden. Ich fühlte mich dadurch jetzt nicht so angesprochen, weil ich brauche eigentlich wenig. Aber auch bei mir ist der Konsum natürlich gestiegen. Auch bei mir sind hier die Monitore die Monitore angewachsen. Ich habe allein hier in meinem Zimmer im Moment 3 Monitore stehen. Also ohne Tablet, mit Tablet dann 4. Einer ist außer Betrieb. Den habe ich schon 10, 15, 20 Jahre. Und die anderen 2 sind auch der große Fernseher. Den habe ich schon seit 18 Jahren. Und der Monitor ist auch schon 16, 8 Jahre. Ja. Also die laufen noch, die alten. Und also das prangert er an. Und zwar so deutlich, dass man sogar von einer Publikumsbeschimpfung sprechen könnte.
weil ich bin schuld. Ich kaufe das und kaufe und kaufe und kaufe. Und ich will immer neuere Modelle haben und schnellere und größere. Und in der Tat ist es bei den letzten Neuanschaffungen hier, auch bei mir, der Fernseher, den ich jetzt habe, der ist größer als der alte. Sogar mein Router jetzt, der neue, ist leistungsfähiger als der alte. Und es reicht nicht aus, meinte, dass man das nur verlangsamt. Er sieht also einen Crash auf uns zukommen, weil 7,5 Milliarden Menschen, die möchten alle genau denselben Wohlstand haben, wie den ich habe. Und von daher reichen dafür die Rohstoffe nicht zu und das führt zu Stress. Das führt man dazu. Finanzstress, das führt zu Ressourcenstress und natürlich muss mehr gearbeitet werden und. Ja, und ich meine, wir wissen das ja. Ist ja nicht so, dass wir das nicht wissen. Die Gedanken, dass das nicht richtig ist, was wir meinen, dass wir zu viele Rohstoffe verbrauchen und so, das wissen wir. Denken nicht darüber nach. Wir blenden das aus, auch ich blende das aus. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass zum Beispiel früher Fleisch, die Produktion von Fleisch, dass das sehr umweltschädlich ist. Da bin ich gar nicht selber drauf gekommen, weil ich mich jetzt in der Produktion davon, von Vieh und von Fleisch damit nicht beschäftigt habe. Wie viel Literwasser man dafür benötigt und wie viele vegetarische Stoffe und so weiter dadurch verbraucht werden. Nur allein durch den Fleischkonsum, das ist mir erst so in den letzten Jahren klar geworden. Ist es auch bei den Rohstoffen, bei Plastiktüten oder also ich meine, da wird alle 4 Wochen wird eine neue Kuh durchs Dorf getrieben, weil es ist der Plastikmüll, die Verschmutzung der Meere, dann ist es jetzt der ganzen Rohstoffe, die Knappheit der Rohstoffe, dann die Klimaerwärme und so weiter und so weiter. Also ich steige mit dazu bei, wenn auch vielleicht im geringen Ausmaß, weil ich jetzt kein Auto fahre und immer viel mit dem Park gefahren bin bisher. Anschaffung der ganzen Produkte und Autos, dass man sich auch selber dadurch unter Druck setzt und dann immer mehr arbeiten muss und noch mehr, um sich das alles leisten zu können. Das wusste ich früher schon, dass das Auto ein schlechtes Geschäft ist, ein Zusatzgeschäft, eine Geldvernichtungsmaschine. Den Bund
geht also um das, also das vierte Thema, der Harald Welzer, Professor Dr. Dr. der Sozialpsychologie und der Soziologie und den Band selber denken. Und dann gibt es noch einen Band über Autonomie und einen Band über smarte Diktatur und so. Da will ich vielleicht demnächst mich mal intensiver mit beschäftigen, weil ja doch so ein bisschen mehr auf der Höhe der Zeit ist. Er ist noch wenig jünger als ich. Aber hat natürlich sein Leben lang gelernt, sich mit der Materie auseinandergesetzt, mit sozialpsychologischer und soziologischer. Und von daher kennt er jetzt auch so Leute wie Elias, wie Kaufmann und so, die sind ihm alle bekannt. Ja, und das erläutert er auch in diesem Band. Und wie gesagt, die Leseprobe, die bearbeite ich gerade, da fehlen mir noch ein paar Seiten. Und dann wird heute wahrscheinlich, wenn ich sie durch habe, der Kauf kommen. Kostet, glaube ich, 10 Euro so ungefähr der Band. Ja, ein Professor. Und der nächste kommt, ist dann der... Der nächste ist dann die Gereiztheit. Der wird dabei später erst kommen. Ja, was erwarte ich jetzt vom Selberdenken? Er meint also, Selberdenken heißt auch Selbstentscheiden und der Selbstentmündigung quasi einen Riegel vorschieben, indem man sich eben nicht alles andrehen lässt und alles macht, was man machen soll. Mache ich ja auch schon nicht, aber in den Nuancen. Ich mache jetzt YouTube, aber ich habe kein Facebook. Ich habe zwar einen Facebook-Account, aber keiner, der aktiv betrieben wird. Auch Twitter nicht. Ich habe zwar Twitter, aber ich nutze den Account nicht aktiv. Und momentan die letzten Jahre auch überhaupt nicht. Ja. Also, so viel mal zur Lektüre. In letzter Zeit also hat die Lektüre stark zugenommen. Erst Böttcher, dann Buller, jetzt Welzer. Und wen hatte ich davor? Vor Böttcher war auch irgendwer. Also das ging da um Medizin und Gesundheit und Ernährung und jetzt kommt wieder